Guten Tag und willkommen zurück hier in Bowser's Fury. Hier beim trügerischen Turm haben wir noch nicht meine Lieblingsmission gemacht. Ja gut, wir auch. Ich meine, wir haben sie beim letzten Mal erst freigeschaltet. Und jetzt geht's direkt damit los. Mit den blauen Münzen, ja. Okay. Witzig. Oh, und die müssen wir über den ganzen Turm verteilt einsammeln. Das ist nice. Okay, ich dachte schon, man muss die nur hier in der Gegend einsammeln. Aber ich finde es cool, dass es so gelöst wurde. Weil ich meine, der Turm ist nun mal so die Hauptattraktion hier in einem Spiel. Quatsch, nicht in einem Spiel, aber halt hier in dem Bereich. Oh, ja, ich glaube, ich bin zu langsam, ne? Nö, ging sogar. Ja, okay. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Turm hier nochmal eingebaut wurde in der Prüfung, beziehungsweise in der Aufgabe. Weil es ist halt, wie gesagt, das Hauptaugenmerk von diesem Bereich und es bietet sich einfach nur an. Aber ich war jetzt ein bisschen überrascht, weil ich, wie gesagt, nicht gedacht hätte, dass der Turm eingebaut wird, aber logisch, dass er eingebaut wird. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Sehen wir hier? Ah, nee. Da ist noch die Kraxel-Arena offen. Da muss ich auch noch schauen, wo das letzte Insignienstück ist, ne? Ja. Und ich meine, hier ist sogar noch die Mission mit den Katzenjungen offen. Hm. Allerdings habe ich da immer noch keine Ahnung, wo die genau sind. Also weder bei den Insignienstücken noch bei den Katzenjungen weiß ich, wo die sind. Also gehen wir lieber erstmal in einen neuen Bereich rein. Ja, tatsächlich. Hier können wir einfach drauf und uns das holen, oder wie? Das ist... Okay, das ist Eis und... Irgendwie spackt die Steuerung gerade rum. Was ist das? Hä, wo ist denn die Katzeninsigne jetzt hin? Okay, das Ding geht anscheinend unter. Und mir ist gerade so eine Idee gekommen. Vielleicht muss man ja während Bowser's Fury... Oh, da ist er gerade richtig nah an mich rangekommen. Vielleicht muss man während Bowser's Fury hier hin. Und nur dann kann man das Insignienstück finden. Aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon mal gedacht, ne? Und es war halt falsch. Haben wir den Hasen gefangen? Alles klar. Schön. Nein. Oh mein Gott, war es knapp. Aber sonst habe ich halt auch echt keine Ahnung da. Naja, irgendwas muss man ja während der Fury machen. Und die Insigne konnten wir jetzt anscheinend nicht einsammeln, weil die Insel verschwunden ist. Ist jetzt allerdings wer da, aber die Insigne nicht. Komisches Ding. Naja, wie auch immer. Ich glaube, dann gehen wir erstmal in den neuen Bereich. Ah, und da ist Bowser auch schon wieder weg. Ist jetzt auch die Insignia wieder da? Ach Moment, die war gar nicht hier drüben.
Oh Gott. Ach, scheiße. Ja, okay, die Insel verschiebt sich. Und geht die dann auch immer wieder hier drüben unter? Ja, okay. Die verschiebt sich und geht dann anscheinend immer da drüben wieder unter. Ja, okay. Muss man auch erstmal wissen, ne? Aber schönes Rätsel. Kann man es Rätsel nennen? Ah, ja. Wie auch immer. Damit dürfte die nächste Katzeninsignie. Komisch, dass Mario hier nicht rutscht. Obwohl man... Ah, okay, wenn man ein bisschen schneller läuft. Aber wenn man so langsam läuft, dann rutscht er nicht. Okay. Ja, damit ist die nächste Katzeninsignie unsers. Eisscholle voraus. Okay. Ich dachte jetzt, das hätte irgendwas mit Bowser's Fury zu tun. Dass man dann immer dann, wenn diese Insel respawnt, dass man dann an die Katzeninsignie rankommt. Aber es wurde anders gelöst. Okay. Vielleicht kommt ja sowas noch. Aber andererseits... Ja, ist auch irgendwo lame. Ich meine, ja, die Fury kommt zwar häufiger, als ich anfangs gedacht habe. Beziehungsweise ziemlich oft. Aber muss da jetzt auch nicht sein. Da ist es dann vielleicht doch schon besser, wenn man dann unabhängig von der Fury die Katzeninsignien einsammeln kann. Okay, sind wir schnell genug? Ja. Ach, da unten. Ah, alles klar. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den überhaupt mit dem Sprung gekillt habe. Ich habe ja auch so einen Schneeball runtergekickt und es könnte sein, dass ich das Vieh dann mit dem Schneeball gekillt habe. Aber es gibt mir auch so... Ach so, okay, die respawnt einfach. Das gibt mir so... wie heißt das nochmal? Super Mario Galaxy, genau. Mensch, Super Mario Galaxy Wipes. Da gab es ja auch öfter solche Eispassagen, wo man... wie habe ich gerade einen Block aktiviert? Wo man Eis laufen konnte. Und da hat man sich ja dann auch so gedreht auf den Eisschollen. Allerdings läuft man hier nicht wirklich... Also man läuft halt normal. Man läuft halt nicht so wie mit Schlittschuhen, wie es halt in Super Mario Galaxy gewesen ist. So, und wie viele müssen wir dieses Mal sammeln? Auch drei? Oder dieses Mal sogar fünf? Alles klar, dich haben wir. Propellerfestung? Heißt die Eis... Ernsthaft, heißt die Eisinsel hier so? Ja, ist irgendwie ein lamer Name. Auch wenn es vielleicht hier... um die Propeller geht, um die Propellerheads im Großen und Ganzen, finde ich es trotzdem irgendwie lame, weil ich finde, der Name hätte schon irgendwas mit Eis zu tun haben sollen. Ach, Mario hält die automatisch fest. Okay. Ich versuche gerade den Thumbstick zu bewegen, während ich hier noch Y gedrückt halte, aber braucht man gar nicht. Das ist gar nicht nötig. Wo zum Teufel ist die Katzenmutter? Moment mal, kann man mit den Katzenbabys
auf Plessy reiten? Nein. Mario wirft sie einfach komplett weg. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter. Bevor ich hier rumsuche und man erstmal irgendwas freischalten muss, war ja bei dem, bei der Kraxel-Festung, hieß sie, glaube ich, genauso. Da musste man ja auch erstmal Stück für Stück freischalten. Vielleicht muss man hier noch auch irgendwelche Plattformen freischalten, bevor man zur Katzenmutter kann. Die Fury kommt schon wieder, okay. Ach, das ist ein Shortcut, ja? Lass den Leuchtturm strahlen. Moment mal, was müssen wir machen? Lass den Leuchtturm strahlen, ja toll. Ey, gibt's eine Katzeninsignie ganz oben? Oder was ist von einem hier verlangt? Okay, hier verstecken wir uns. Brauchen wir anscheinend gar nicht, alles klar. Ja, toll, danke. Ach, danke, Bowser. Die haben genervt. Müsste ich die ja übersehen haben. Ach, man muss da weiter. Ja, okay. Okay. Ja, okay, die Kameraperspektive war jetzt ein bisschen komisch. Liegt vielleicht an der komischen Beleuchtung von Bowser's Fury. Gleich mal sehen. Ich glaube, es ist gleich schon wieder um. So, nehmen wir hier am besten die Plattform und machen uns am besten auch mal so eine Draufsicht. Ja, okay. Wenn man zu blöd ist, die Kamera einzustellen, dann braucht man auch nicht rumholen. Traurig, aber wahr. Ist so. Alles klar. Mario. Dankeschön. Aber es gibt ganz oben eine Katzeninsignie, oder? Also ich hoffe es mal, sonst habe ich hier keinen Plan, was ich als nächstes machen soll. Weil lass den Leuchtturm strahlen ist jetzt nicht so eine präzise Missionsbeschreibung. Muss man auch einfach mal so sagen. Okay. Ist da was Besonderes drin? Ja! Eine besondere Katzenglocke. Oh Gott. Okay. Ja, aber ist gut machbar hier. Selbst wenn man so rumfailt wie ich, kriegt man das hier echt gut hin. Vor allem mit der Katzenglocke. Und hier oben ist der Leuchtturm. Alles klar. Also wenn man nach dem Leuchtturm sucht und ihn findet, findet man auch gleichzeitig die Katzeninsignie. Alles klar. Ah, okay. Und tatsächlich schaltet sich ein neuer Bereich frei. Wahrscheinlich ist da dann auch die Katzenmutter. Dieser Leuchtturm macht dir einen erhellenden Vorschlag. Gespeicherte Power-Up-Items kannst du durch... Ja, danke. Den Tipp hätte ich mal früher gebraucht. So ein paar Parts, früher. Das Problem hatte ich vielleicht ganz am Anfang, aber jetzt braucht er mir damit auch nicht mehr kommen. Okay, okay, ja gut. Da gab es jetzt noch so ein Katzensiegenden Stück.
Und ich hoffe, das wird hier auch nicht schon wieder so ein Akt wie bei der Kraxelfestung. Weil da weiß ich ja, wie gesagt, immer noch nicht, wo das letzte Katzeninsignienstück ist. So, und wo ist jetzt der neue Bereich? Hier drüben, ne? Hier müsste er sein, ja. Hier drüben. Oder? Weil... ja. Tolle Perspektive, danke. Ja, okay, hier sind Wutblöcke, toll. Aber immer noch keine Katzenmutter. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird hinterher nochmal ein neuer Bereich freigeschaltet. Dafür würde ich dann jetzt einfach, weil ich es gerade sehe, den Plessy-Run machen. Und da oben geht's hin. Ich finde es schön, dass einem die Strecke immer zuerst angezeigt wird. Weil wäre es jetzt so, dass einem die Strecke nicht gezeigt wird. Ja, okay. Na. Ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass man dann den Weg nicht findet, aber... Ja, gut. Ich denke, das ist selbsterklärend. Einfach immer den Plattformen folgen und dann wird das schon. Und hier ist der Leuchtturm immer noch zugeschmiert? Was ist... Okay, trügerischer Turm. Oder ist der schon wieder zu... Okay, okay, okay. Der bleibt anscheinend nicht befreit. Alles klar. Na gut. Dann muss man ihn anscheinend erstmal komplett befreien. Beziehungsweise einmal von dem Schmutz befreien. Und kann sich dann den, ja, mehr oder weniger hilfreichen Tipp abholen. Damn! Holy shit! Das war tatsächlich relativ anspruchsvoll. Ja, man kann ihn erstmal befreien, kann sich dann den Tipp abholen und dann muss man alle Katzeninsignien sammeln, um ihn komplett zu befreien. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster wacht, so wache auch ich. Alles klar, okay, wir können den nächsten Fight machen. Machen. Bestreiten. Wir können den nächsten Fight bestreiten. Das ist ganz nice, aber... Ja, okay. Ich dachte, hier wird jetzt nochmal angezeigt, was zu tun ist. Aber nein, dafür ist bei der Propellerfestung etwas Neues. Wofür wir aber auch erstmal dahin müssen. Na gut. Dann würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.